Hallo, hier ist das Supportnet aus Berlin. Mein Name ist Jakob und wir haben ja kürzlich über ein Netbook von Asus berichtet, das PCX101, das vor allem so interessant ist, weil es nur 17,6 mm hoch sein soll, also in einer Klasse spielt wie beispielsweise die AirBooks von Apple oder auch andere Ultrabooks. Das fanden wir natürlich spannend und deswegen wollen wir uns das Ding mal ganz genauer angucken. Ich habe also hier vom Hersteller ein Testexemplar zur Verfügung gestellt gekriegt und pack das mal aus. Ja, die Packung ist aus Pappe gehalten, das ist ja umweltfreundlich und da finden wir zuerst einmal drin das eigentliche Netbook, was tatsächlich schön dünn und klein ist. Ja, das gibt es angeblich auch in anderen Farben zu bekommen. Wir haben hier also die Testversion weiß und hier sieht man jetzt ganz gut, wie dünn das Ding in Wirklichkeit ist. Ne? Kein Vergleich mit den Schlepptops aus alten Zeiten. Dann finden sich weiter in der Packung eine Gebrauchsanleitung, Garantiekarte, ein leerer Plastikbeutel, wozu auch immer der gut sein darf. Und dann ist hier noch das Ladegerät. Das war's. Also schon im Lieferumfang. Und jetzt versuche ich doch das Ding einfach mal gleich aufzuklappen und mal gucken, ob die Batterie schon vorgeladen ist. Ob man gleich was machen kann. Ich tippe mal, dass es hier eingeschaltet wird. Ja, da tut sich auch was. Ja, bin selbst ganz gespannt. Steht auch hier wieder Entdecke dünn. Ach, hier sehen wir gleich. Asus setzt da also auf das Betriebssystem von Intel namens MeeGo. Und tatsächlich ist das Netbook also soll nach 10 Sekunden oder so schon hochgestartet. Wir werden das jetzt hier erstmal mit unserem Firmeninternet verbinden müssen. Alles weitere zu dem Gerät erzähle ich euch also später. So, wir haben jetzt das Gerät hier auf unseren Testtisch aufgebaut und da ich persönlich nicht so ein großer Freund von diesen Touchpads hier bin, versuche ich als allererstes mal eine Maus zu installieren. Und habe hier eine USB-Maus, stöpsel die rein und das funktioniert gleich. Als zweiter Schritt wäre das natürlich sehr schön ins Internet zu kommen. Dazu brauche ich bei unserem WLAN eine MAC-Adresse. Und wo finde ich die denn? Hier E-Mail, das scheint alles nicht das Wahre hier zu sein. Könnte ich natürlich im Benutzerhandbuch nachgucken. Internet, Status. Jakob, ich kann dir helfen. und zwar muss man, das ist ja ein MeeGo und das basiert ja auf Linux. Also muss man irgendwie schauen, dass man an einen Xterm rankommt. Das war hier unter Anwendungen, glaube ich, dann Systemwerkzeuge und dann Terminal, ja. So, und da muss man jetzt einfach eingeben, so. Und da kann man sich dann auch die MAC-Adresse hier anschauen, da steht sie. Die haben wir jetzt in unserem Router schon freigegeben. Das ist deswegen wichtig, wenn eure Router beschränkt sind auf nur bestimmte Hardware, die online gehen darf. Die haben wir jetzt bei uns eingegeben. Es sollte also für das Gerät kein Problem sein, hier ins Netz zu kommen. Das war, glaube ich, hier, das genau. Und jetzt sagen wir einfach, Kennwort. Jetzt machen wir mal einen kurzen Cut, weil ihr unser Kennwort ja nicht kriegen sollt. Genau. Ja, also wir sind jetzt mit dem Internet angeblich verbunden und als allererstes würde ich jetzt mal den Browser öffnen. Da kommt hier ein Chromium Webbrowser zum Einsatz und der bringt uns erstmal auf die Herstellerseite. Was sollte uns auf die Herstellerseite bringen? Reagieren schon mal nicht mehr. Wir machen mal warten und gucken mal, ob jedenfalls SupportNet funktioniert. Tja, also da hat Asus wohl gerade ein kleines Problem mit seiner Webseite. Das ist hier in Echtzeit nichts gestellt. SupportNet ist auf jeden Fall online
und sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ja, wir hatten jetzt dieses Asus Netbook 101 einige Tage in der Redaktion im Praxistest und ich will euch mal ein paar Sachen zeigen, die uns aufgefallen sind. Ja, also hier haben wir ein HD-Video auf YouTube. Startet alles leider auch nicht so schnell, wie man sich das wünscht. Und das Video startet. Und das hätten wir gerne mal in Full HD gesehen. Und natürlich auch im Vollbildschirm. Und da merkt ihr schon, nicht? Also das ist nicht Full HD, sondern das ist voll das Schneckenfernsehen. Ja, dann werde ich mal versuchen, ob das denn mit ein bisschen weniger Auflösung was bringt. Hier normal HD. Oder das, was so als HD auch bezeichnet wird, mit 720p. Tja, tut sich aber auch nicht so viel. Ja. Ja, funktioniert einfach nicht. Ja, 720, gehen wir also noch einen Schritt runter. Mal hier auf 480. Denn man will mit so einem Gerät ja auch sich mal Wartezeit im Zug oder im Flugzeug vertreiben und unter Umständen halt ein bisschen Videos gucken. Aber hier 480p und das läuft im Vollbildmodus. Immer noch nicht flüssig. Also ich gehe noch mal eine Stufe weiter runter. Tja, jetzt läuft das 360p Vollbild und das erste Mal, dass man einen flüssigen Eindruck vom Video hat. Das können mittlerweile viele Smartphones schon deutlich besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das finde ich auch nicht so überzeugend. Ja, jetzt werde ich euch gleich mal zeigen, was uns so im Asus Webstore aufgefallen ist. Der lässt sich hier aufrufen. Ich muss da aber gleich mal mein Passwort eingeben, wir werden da so einen kurzen Schnitt machen. Auch hier, also das Thema Schnelligkeit, das fühlt sich anders an, wenn man schon mal so die Tablets oder auch fixe Netbooks in der Hand hatte. Ja, jetzt hat er es endlich geschafft. Und ich zeige euch mal kategorisch, wie man eine App bedient. Ach. Ja, da gibt es also schon wieder einen Error-Code, sowas habe ich hier schon ein paar Mal erlebt. Jetzt gucken wir mal, wir haben ja auch ein paar Apps schon runtergeladen. Denn ich dachte gerade zum Zeitvertreib so ein paar Spiele, das wäre doch wunderbar. Und musste aber erleben, dass das nicht so funktioniert hat, wie sich wie der Hersteller das versprochen hat. Also es ist ein ganz typisches Beispiel hier, der App Store, das scheint von vorne bis hinten nicht ausgereift zu sein. Über diesen Spezial-App Store von Asus ist es mir also auch gelungen, das Gerät zwei, dreimal zum Absturz zu bringen und einen Neustart möglich zu machen. Die einzige App, die auf Anhieb geklappt hat, das war ein Bilderbuch für Kinder. Aber im Augenblick kann ich euch das leider alles nicht zeigen. Also dieses Bild hat sich mir mehrfach gezeigt, manchmal, jetzt scheint er mal gerade online zu sein. Ja. Nehmen wir mal hier so eine App, die empfohlen wird und die es umsonst gibt. Das scheint also so eine kleine Mal-App zu sein. Ja, funktioniert einfach nicht. Also das macht keinen Spaß und deswegen schließe ich diesen App Store jetzt auch wieder. Wie gesagt, der Chromium Webbrowser für normale Sachen reicht das. Die E-Mail-Anwendung, die hat ganz gut funktioniert über ein Google E-Mail-Konto. Da es sich da aber auch um private E-Mails handelt, werde ich euch das diesmal nicht zeigen. Messenger, das gehöre ich nicht zu der Generation, habe ich insofern nicht getestet.
Dann haben wir hier die Dropbox. Wir sind während der Testzeit mit der eingebauten 8 GB Platte gut ausgekommen. Man hätte aber sonst eben die Möglichkeit, in der Cloud noch Daten auszulagern. Hoffentlich funktioniert das einwandfrei. Hier ist das Benutzerhandbuch, das haben wir häufiger mal zu Rate gezogen. Gibt es den Dateibrowser, wo man angezeigt kriegt, wo welche Dateien liegen. Das funktioniert so ganz gut, kann aber auch wieder nur unter Linux angesprochen werden, ist also für Hobby-User nicht zu empfehlen. Dann haben wir hier noch die MeeGo Help, also wie das Benutzerhandbuch. Da muss man immer mal reingucken. Was mir aufgefallen ist, zum Beispiel hier auch unter den Anwendungen, da bietet er ja für Büroleistungen, zum Beispiel in OpenOffice, also ein abgespecktes OpenOffice-Paket an. Dazu gehört auch ein Word. Könnte sich ja gut vorstellen, dass man mit so einem kleinen tragbaren Gerät unterwegs mal ein paar Texte schreibt. Ich nehme da nicht teil. Also wenn man da unterwegs jetzt Texte schreiben möchte, so, dann fällt ja auf, dass man eigentlich gerne hier Language for all text, da könnte man jetzt German machen. Und dann würde man gerne mal die Rechtschreibung prüfen, aber es funktioniert nicht. Wahrscheinlich aufgrund des kleinen Speicherplatzes liegt da kein deutsches Wörterbuch vor. Insofern, gepaart mit der sehr gewöhnungsbedürftigen Tastatur, macht da das unterwegs Arbeiten, also Schreiben von professionellen Texten, auch keinen Spaß. Das brauchen wir nicht. So, Gadgets. Tja, auch noch keine vorhanden. Aktualisierung prüfen. Ja, ich könnte neue Gadgets hinzufügen. Also eine Analog-Clock, vielleicht klappt ja sowas jedenfalls. Ah, schau, da haben wir jetzt eine Uhr. Das ist ja toll. Aber schon ist sie auch wieder verschwunden. Die Zonen habe ich nicht eingerichtet. Hier sind unsere Favoritenseiten. Hier geht es um soziale Netzwerke. Ich und meine Leute, auch eine ASUS-spezielle Sache. Ja, was uns auch nicht gelungen ist, hier beim, also hier übrigens sieht man den Speicherplatz, Akku, Lautstärke, das ist soweit alles okay. Hier, das ist vielleicht noch ganz interessant, unter Systemwerkzeuge, also wer sich wirklich ernsthaft und länger mit diesem Gerät beschäftigen wird, der wird daran nicht vorbeikommen, über das Terminal, das Betriebssystem anzusprechen, über dieses Linux-Terminal, was so aussieht. Wie gesagt, für Linux-Kundige ist das vielleicht eine Möglichkeit, das Gerät um wichtige Funktionen zu erweitern. Wer aber sich in der Linux-Terminologie nicht auskennt, der sollte lieber die Finger von lassen. Wir haben zum Beispiel versucht, einen 3G-Stick, einen UMTS-Stick zu installieren. Das hat nicht geklappt und einer meiner Kollegen, dem ist das aber hier über dieses Schaltfeld gelungen, zumindest Skype zu installieren. Da gibt man also dann jetzt Skype ein, damit es startet. Und das wird uns auch gleich schon zum letzten Teil des Tests führen, denn ich werde mit meinem Kollegen Fabian gleich im Skype-Interview ein kurzes Fazit ziehen und dabei werden wir dann auch hier diese Kamera und als eingebaute Mikrofon austesten. Also bis gleich. Hallo Fabian. Hallo Jakob. Na, das ist ja klasse. Anscheinend scheint Skype doch hier auf diesem Netbook zu funktionieren. Kannst du mich sehen und hören? Ich kann dich sehen und hören. Das ist natürlich nicht wirklich die super Qualität, aber es ist, also vom Bild her, der Ton ist super, Bild ist so lala. Ja, wir nähern uns ja dem Ende im Test des ASUS EEPC X101. Du hattest das Gerät in der letzten Woche auch häufiger mal in den Händen. Was ist dir denn da besonders aufgefallen? Also was mir als allererstes aufgefallen ist, ist, dass ASUS da ein Fehler unterlaufen sein muss mit der Dicke des Geräts. Wir haben mal nachgemessen, kann man dann auch im Video sehen.
Da steht 17,6 Millimeter und das stimmt einfach nicht. Es sind also ganz sicher 3 Zentimeter in, ja, kann man auf dem Bild sehen. Selbst wenn man den Akku rausnimmt, das machen Hersteller ja gerne, dass man die Dicke ohne den Akku misst, ist es immer noch 2,9 Zentimeter oder so. Also sehr viel mehr als im Datenblatt steht. Und dann muss ich noch sagen, dass MeeGo ist halt, glaube ich, wirklich nicht die Plattform für Anfänger. Also wer sowas als Couch-Potato Surfbrett haben will, der sollte sich vielleicht was anderes besorgen, weil das Ding kann man so nicht wirklich nutzen. Das ist nichts für Anfänger, da sollte man sich mit Linux ein bisschen auskennen. Der App Store ist ja auch so ein bisschen, versucht jeder Hersteller da auch noch irgendwie was abzugreifen. Aber ich würde eher empfehlen, so als Fazit würde ich sagen, okay, gib ein bisschen mehr Geld aus, es gibt die gleiche Version von dem Gehäuse, auch mit einer größeren Festplatte und Windows 7 Starter Edition drauf. Und da habt ihr dann, glaube ich, was, wo ihr wirklich jegliche Software installieren könnt, die ihr also kennt. Für Linux gibt es zwar auch alles Mögliche, aber eben nicht so einfach wie in einem App Store, wie man sich das denkt, sondern man muss es halt installieren oder kompilieren sogar. Ja, also nichts für Anfänger, für Leute, die interessiert sind, damit rumzubasteln, glaube ich, ganz lustig. Ja, also ich sehe das ganz ähnlich, so als Fun-Gerät für unterwegs. Dazu sind da doch zu viele Einschränkungen, ne? Keine 3G-Möglichkeit, keine einfache. Selbst Videos in höherer Auflösung lassen sich nicht ruckelfrei sehen. Beim Schreiben, also beim Unterwegsarbeiten, fehlt dann eine deutsche Rechtschreibkontrolle. Dann diese unerklärlichen Abstürze, die wir doch mal zwischendurch erlebt haben. Insofern, obwohl da ein paar gelungene Ansätze sind, gerade vom Design, das extrem schnelle Hochbooten, kann ich da nicht ruhigen Gewissens eine Kaufempfehlung aussprechen und würde auch eher dazu raten, noch 40, 50 Euro mehr anzulegen und dann bei 230 Euro sich mal umzuschauen. Da kriegt man entweder ein Netbook mit Windows 7 für das Geld oder unter Umständen in einer besonderen Aktion auch einen der heutigen Tablet-Computer. Vielleicht fallen ja auch im neuen Jahr die Preise, aber die 170 Euro hier, die das Gerät kostet, damit wird man leider nur begrenzt Spaß haben und müsste sich also auf ganz einfaches Surfen und auf E-Mail beschränken. Ich denke, das war's dann, nicht? Was wir Ja, das sehe gesagt ich auch haben. so. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss, Jakob. Ciao.